2600 Läuferinnen und Läufer stehen bei der 6. Auflage des Traunsee-Halbmarathons bei den insgesamt 5 Bewerben am Start. Und das bedeutet einen neuen Teilnehmerrekord, der den vom Vorjahr bei weitem übertrifft. Die Anreise zu den einzelnen Starts erfolgt wie immer mit dem Schiff oder per Bahn. Ja, mir kommt die Gänsehaut, ganz ehrlich. Wir haben nicht geglaubt, dass wir vom Teilnehmerrekord letztes Jahr mit 2000 jetzt auf 2600 und drüber gingen. Unglaublich, ja. Und jetzt merkt man, was sich da abspielt. Das sind schon ein bisschen andere Dimensionen, als wir es bisher gehabt haben. Aber cool, super. Wieder Teilnehmerrekord. Und ich glaube, es spricht dafür, wie gesagt, für die Region und vor allem auch, ja, die Leute nehmen das sehr, sehr gut an und es ist einfach ein Mega-Event und ja, wir sind sehr, sehr stolz auf das Ganze. Wir konzentrieren uns auf das Highlight, den Traunsee-Halbmarathon über eine Streckenlänge von 21,0975 Kilometer. Viele Athletinnen und Athleten laufen auch um den oberösterreichischen Landesmeistertitel mit. Unglaublich, wie viele Menschen sich hier in Bewegung setzen und zunächst eine Runde in Ebensee drehen. Danach geht's Richtung Gmunden. Die Wolken verdecken zwar die Sonne, es herrschen aber angenehme Temperaturen, perfekte Laufbedingungen für gute Zeiten. Ja, bei den Herren setzt sich Thomas Messner sofort ab. Der Triathlet ist zum ersten Mal mit dabei, setzt auch gleich mal ein starkes Ausrufezeichen. Bei den Damen läuft Veronika Mutsch ihren Verfolgerinnen auf und davon. Dementsprechend muss sie auch bei den Labestationen auftanken. Thomas Messner ist an diesem Abend nicht zu stoppen und erreicht mit einer sehr starken Performance auch als Erster das Ziel in Gmunden. Und das mit einer Zeit von 1 Stunde und 6 Minuten. Es war wirklich ein richtig cooles Rennen, einzigartige Kulisse und ja, eine super Stimmung an der Strecke und wirklich ein toller Lauf. Ja, und bei den Damen, wie zu erwarten, sichert sich Veronika Mutsch mit einer Zeit von 1 Stunde, 22 Minuten und 11 Sekunden den Gesamtsieg. Es ist wirklich eine der schönsten Strecken, hier so entlang des Sees zu laufen. Und ja, ich bin froh, dass ich heuer wieder dabei war. Für uns war es natürlich eine riesen Herausforderung, aber eine tolle Herausforderung mit 2600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aber bis jetzt hat alles super funktioniert und wir sind sehr, sehr happy. Der Traunsee-Halbmarathon 2024 darf sich also erneut über einen fulminanten Teilnehmerrekord freuen. Man darf also gespannt sein, ob dieser im nächsten Jahr sogar noch übertroffen werden kann.